So, Dr. Booms Geheimlabor ist jetzt draußen, aber trotzdem habe ich jetzt erst Witchwood Monster Hunt, die Solo-Adventure von der vorletzten Erweiterung, geschafft, alle vier Klassen durchzubringen. Habe ich es auch nur gemacht, weil ich eine Quest hatte für ein Päckchen. Aber da ich es geschafft habe, kann ich jetzt endlich die Final Challenge mal ausprobieren gegen Alakar. Und da gibt es nämlich dann... Nee, Hakata. Hakata, Alter. Was soll ich da, Alter? Auf jeden Fall gibt es dafür ein Cardpack und ich habe den noch nie bekämpft. Mal gucken, was wird. Und ja, ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Hakata! Okay, statt als Hunter. Ich habe schon mal mitbekommen, dass du dann hier im Deck irgendwie Karten hast, dass du quasi zu einem anderen Helden werden kannst im Laufe des Spiels. Und wir ballen mal das, weil es eine gute Kombo ist. Also Webspine und dann Razormaw. Ah ja, hier. 3 Damage to all Minions. Use Passive. Deal 5 Damage. Deal 8 Damage. Okay. Okay, und hier darf ich jetzt was aussuchen. Okay, jetzt ist natürlich eine gute Frage, weil die hat 100 Leben. Aber Player Minion at a random spell, okay. Extra Mana Kristall? Ne, auf jeden Fall. So, das First Aid Kit ist gut Value, weil es auf jeden Fall zweimal, ich immer mit 2 Leben heilt schon mal. Und das Dead Rally ist halt jetzt mit der Hand auch recht effektiv. Ich sage mal First Aid Kit tatsächlich. Ist für mich ein besseres Value, finde ich. Mit einem 2 Heal. Auch wenn jetzt hier irgendwie voll viel Dead Value kommt. Und der irgendwie direkt einen 3-4er hat, ja, läuft. Nicht Lehm, Alter. Ja, auf jeden Fall schon mal die dicken Monsters. Also Turnover ist aber nicht so geil. Das sieht gerade nicht so geil aus. Wäre geil, wenn er ein bisschen Kleinkram legt. Oh. Ja, das ist ein Schaman, ist als Gegner, sag ich mal, Schamanenklasse. Und ich, um Evolve rumspielen muss, auf jeden Fall, muss ich Time-Tinker spielen. Muss die clearen. Ein Evolve wäre jetzt hier zu fatal. Okay, und wenn ich den Helden wechsle, kriege ich dann quasi auch direkt den nächsten neues Treasure, was ich aussuchen darf. Minus Cost One Less. Nee. Finde ich das hier. Was schon cool, das ist halt random. Spell Damage könnte mir mehr helfen in der Theorie. Im Double Time aber. Random FTW, Junge. Was ist eigentlich, wenn ich mein Turn neu starte? Ich da auch die Heldenkarte zu? Nein, okay, da passiert jetzt in dem Fall nichts. Gut, wäre irgendwie blöd durchdacht gewesen, ja, wenn wir den Helden quasi dadurch zurückbekommen und alles. You're as much an abomination as me, no. Alter, es steht sogar Ende passiv, Joshua. Jo, Alter, erstmal alles buffen. Deal 3 Damage. Dass ich den Treasure gewählt habe. Nicht.
Das könnte ziemlich interessant werden. Auch. Ja, klar, 7 meiner Taunt. Aber das mit der Passiven könnte halt echt gut werden mit Call of the Wild. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass der Gegner die Dinger bekommt durch die Passive. Alter, what? Fuck off. Fuck off. The spirits see what you do. Ja, was ist denn das? Das hat doch nichts mehr mit Random zu tun, Alter. Oh, fuck, jetzt riecht fett auf die Fresse. You have no tricks left, no. Warum ist das gegen alle Gegner, Alter? Ja, was? Ey, das ist doch... Ey, das ist gut, Alter. Ja, ist klar. Ja, klar. Ja. Alle, ja, klar. Die wollen euch doch verarschen, Alter. Alter, das ist halt Lehm am Limit, Alter. Ja, nicht, als ob er die Karte hat. Fuck off, nicht die Karte. Alter, ja komm, ich brauche irgendeinen Spell, der mich rettet. Bringt mir alles nichts, Alter. Restart, Alter. Ich brauche mindestens die Scharf. You press your luck. Vaporize könnte auch helfen. Alter, das Leben am Limit. Ich muss das sagen, bisher ist es das coolste Adventure. Ich weiß ja nicht, wie Dr. Booms der Bau wird, aber den Bosskampf finde ich halt mega geil gerade, wirklich. Und die Unverhältnis der Liebe. Okay, neue Runde dabei. Jetzt weiß ich so, zumindest, was sie so hat für Karen schon mal. Also Deadwell bringt mir halt hier jetzt mit den Value bisschen. Also mit den 2 Heat ist halt wirklich eigentlich gut.
Und wieder das First Aid Kit, also einfach. Finde ich so gut. Und die Kombination mit der Passive, wo ich die Tinkerer gewählt hatte, mit Call of the Wild war auch eigentlich recht geil. Das ganze Board gefüllt habe mit random mit den Beasts. Wow, Alter. Das sieht mir so richtig scheiße aus. Vor allem, ich habe keinen ordentlichen Vierer-Drop. Ich lasse mal die Runde, nächste Runde gehe ich in den Helden rein. Aber bin nichts mit mehr als 5 Leben, weil dann gehe ich in den Cowley rein. Gut. Dann ist das auf jeden Fall für Bot hier wichtig. Ja, noch Garde. It will be a blessed quiet when I silence that gun. Ich hab bisher noch keine. Warte, doch, ich hab eine Waffe theoretisch. Könnte Value bringen. Das könnte echt Value bringen. Minus plus 2 Held ist halt auch Value. Und das mit der Kanone ist halt eine Frage, weil die Kanone kann ich im Endeffekt nur feuern, solange ich diese Form besitze, also diesen Helden nehme. Wenn ich einen wechsle, habe ich eine neue Fähigkeit, kann ich die Kanone nicht mehr triggern. Oder? Ja, weil die Heldenfähigkeit ist ja das, um die Kanone zu schicken. Nimm tatsächlich mal jetzt das Pillage of the Fallen. Weil ich da mit Glück viel rausholen kann. I reclaimed it. We are no one. Alter, so random Shenanigans, Alter. Take it. It's tasty. Some still fun. Job's done. Wow. Habe ich jetzt ernsthaft einfach nochmal die 1 zu 1. Weißt du, wenn die Waffe kaputt geht, eine random neue Waffe bekommen. Und ich kriege einfach 1 zu 1 dieselbe Waffe nochmal. What the fuck, Alter. Was sind da die Chancen? Es gibt doch so viele Waffen und... Oh, fuck off, Mann. Aber die Handkarten waren wenigstens voll. Ich schwatze mir geil. Okay, jetzt hat er beiden kommen. Gut, Brawl ist random, weil das zählt nicht als Minion. Ist wahrscheinlich. Safe Call. Deswegen Test zum Clearen. Nächste Runde vielleicht dann Call of the Wild. Ah, die Kanone wird auch zerstört. Okay. Okay, das sind echt wieder zwei gute Sachen. Perma Stealth. Gut. Ich kann dann nicht mehr mit Taunt arbeiten, so viel ist klar, aber ich kann zumindest aussuchen, was wo reinkommt, oder ich habe mal das. Ich kann mehr Value damit besorgen. These woods will claim your city. Gilneas
Es sieht vielleicht nicht so geil aus, aber ich hab hier ein bisschen mehr Vertrauen. Alter, was soll denn der Scheiß? Warte mal, das ist jetzt eigentlich voll ganz cool, weil die Chancen hoch ist, dass ein 1-1 jetzt fliegen bleibt. Jawohl. Dann kann ich in die Waffe traden. Also in die Mitte traden, krieg eine neue Waffe und krieg die. Okay, auch gut ist die. Ich habe gerade gedacht, es wäre die andere, diese 1-4er Paladin Waffe, die keinen Effekt hat, aber die ist geil, die 1-4er. Weil die jetzt meine Minions buffen. This land was oh, und das ist jetzt mit Call of the Wild, wenn ja alle drei gebufft noch und zum Beispiel, Alter, geil. Da ist das Value, von dem ich geredet habe. Und der Huffer dürfte, ja, der Huffer dürfte 6 Angriff haben, also wir können den jetzt mit Huffer wegtraden. Was halt noch geil ist, dadurch dürfte ich eigentlich nochmal ein Call of the Wild mehr discoveren können. Jawohl. You'll find no solace in the reeds. Take this blade. Aber ich könnte natürlich auch jetzt traden mit denen. Bei der nächsten Runde tue ich ja eh wahrscheinlich mit den Spielen, wo dann gebufft wird, dann geht die Waffe eh kaputt und ich kriege neue Waffe. Deswegen habe ich doch lieber. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Nehmen wir aber die einfach dann wieder. Aber was gibt's für eine Waffe? Die ist jetzt schwer wegzukommen, natürlich. Damit kann ich den mir noch ersetzen. Und kriegt dann quasi ein bisschen Mana wieder geschenkt, weil er kostet im Endeffekt 4 Mana. 4 Mana Waffe zerstören und 10 Mana bekommen. Okay, also ich könnte jetzt theoretisch irgendwann mal einen Zug machen, in dem ich 16 Mana aufbrauchen könnte. Oh, Prawl ist natürlich jetzt sehr gut. Und wenn er dann so einen Viech draußen hat. Okay, mein Minions. Müsste halt jetzt dann echt langsam mal mit dem Dingen scamblen. Ah, genau, komm, nochmal. Weil Spaß macht, Alter. Dann können wir jetzt sogar das scheiß Spiel wegtraden, Alter. Ah. Ich bin ja immer noch ein Verfechter davon, dass die korrupt alle Minions sind. Okay, die sterben, wenn der Gegner wieder dran ist. Das ist gut zu wissen. Weil ich dann selbst halt zum Trail benutzen kann. Warum geht er mit Phaser, anstatt den wegzumachen? Gut, ja, wahrscheinlich weil die KI denkt, okay, der würde ja eh sterben. Aber es ist halt für mich ein Body, den ich immer noch reintraden kann. Ich habe 9 Karten. Hätte jetzt schon gerne das gehabt. Also. Call of the Wild hätte ich jetzt schon gerne gehabt. Nur den wir aufwerten. Gucken nochmal mit der Fähigkeit. Dann nehmen wir mal einen Animal Companion. Also das ist halt echt ein geiler Kampf. Ich finde den Kampf echt cool. Da ist, finde ich, das, ja, wie hieß davor, Catacombs, fand ich da gegen Witz, Alter. Das ist jetzt viel geiler.
zur nächsten Runde können wir auch den Stick kaputt machen und kriegen dafür mit ein bisschen Mana. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm in dem Fall jetzt. Weil es ja nur ein 5 ist. Ja, 5. Das geht ja noch. Wir können auch einfach hergehen und zack. Zack. Nehmen jetzt noch den einen Mana mit hiervon. Kriegen Call of the Wild. Nehmen wir, machen Stick kaputt. Können Call of the Wild dadurch spielen. Und da kann es scheinen. Und jetzt bin ich am Arsch, wenn er diesen Algamination hat. Also jetzt habe ich halt heftige Board Control und jetzt nutze ich. Jetzt kann ich so richtig Chuck Guzel. Ich hoffe, es ist halt nicht so geil, weil ich kein Spell Damage habe. Deswegen nehme ich mal meine. Es sieht aus. Gut, jetzt hat er wieder ein bisschen Bot gelegt, aber ich habe immer noch die gute Bot Control und. Oh, das ist jetzt. In Kombination ist es sehr geil. Auch noch mehr zum Waffen. Call of the Wild. Animal Companion. So, wir kriegen auch eine neue Waffe. 03er ist es die. Ne, Tracking Soul ist es. Aber du cast 3 Spells. Das ist natürlich jetzt wieder so eine böse. Wie sollen wir die Waffe wegbekommen? Da brauche ich jetzt wirklich eine Waffe, um die ich ausrüsten kann, um wieder zu kommen. Aber wir haben. Wir haben gewonnen. Easy. Zweiter Versuch und Sieg. Können wir noch ein bisschen schnell ganz dreimal, ne? Hier. Deswegen, diese Fähigkeit ist halt sehr geil, weil du halt damit dir unendlich Value hier erstellen kannst. Das ist halt. Kakuzel und wir haben gewonnen, Alter. Easy. Endlich habe ich den K-Drücken auf. Werde ich nie benutzen, aber trotzdem habe ich. Jetzt kann ich dann nächste Woche dann erfolgreich Dr. Booms Geheimlabor angehen. It is done. Already the woods grow quiet and light returns to our city. Da ist er, der Monsterhunter. When fancy weapons and gadgets fail, there's always tools and claw. Acquired from completion, the Monster Hunter with all 4 heroes and defeating Hagata. Easy. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.